Wir zeichnen heute das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, das durch ein Zufallsprinzip entschieden wurde. Dann suchen wir den Mittelpunkt und die drei Tragwerksplanerbüros, das mir das System im Mittelpunkt von Mecklenburg-Vorpommern vorschlägt. Ja, teilt das Video bitte an irgendjemanden, den ihr aus Mecklenburg-Vorpommern kennt. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Ich habe den Co-Pilot von Microsoft gefragt, was das interessanteste Bauwerk auf Mecklenburg-Vorpommern oder in Mecklenburg-Vorpommern ist. Und es spuckte mir aus, das Schloss Schwerin. Es steht, dieses pompöse Schloss liegt auf einer Insel inmitten der Stadt Schwerin. Es ist ein architektonisches Highlight und ein Wahrzeichen des Bundeslandes. Das Schloss vereint Elemente der Gotik, Renaissance und des Barock und beherbergt heute das Mecklenburgerische Staatstheater und das Staatliche Museum Schwerin. Ja, ich habe den Co-Pilot dann noch gefragt, wie viele Planungsbüros gibt es in MacPom? Und das wurde mir zurückgeworfen. Es gibt mehrere Planungsbüros in Mecklenburg-Vorpommern. Hier sind einige Informationen zu einigen von ihnen. Erstens, Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern. Okay, die Nummer 2 war Ingenieursuche. Die Ingenieurkammer in Mecklenburg-Vorpommern bietet eine Suche nach Ingenieuren an. Ja, und jetzt drittens wird mir ein Planungsbüro aus Meppen vorgeschlagen. Soweit ich weiß, ist Meppen jetzt nicht in MacPom, oder? Aber egal, ich stelle es trotzdem vor, weil ich bin auf die Homepage gegangen und das Planungsbüro Peters, um das es sich hier handelt, hat Altplan im Einsatz und deswegen lasse ich das einfach im Video drin. So, jetzt kommt der Lernpfad für Altplan. Ich habe 2D-Linienzüge benutzt und werde jetzt diese Elemente wandeln und in 3D-Linien umwandeln. Und aus den 3D-Linien mache ich dann eine Fläche und aus der Fläche lasse ich dann einen Körper extrudieren und dann werde ich den Volumenschwerpunkt anbringen. Jetzt wollen wir mal sehen, welche Stadt im Herzen oder im Mittelpunkt von MacPom liegt und dort werden wir einfach mal Planungsbüros über Copilot suchen und die trage ich hier einfach vor. Ja, ich würde mal sagen, ich kann es gar nicht aussprechen. Es klingt so wie Peter wieder, nur mit einem T vorne dran. Tetero, keine Ahnung. Ich bin sehr schlecht in Aussprachen von deutschen Städten anscheinend. Aber hier haben wir den Mittelpunkt ungefähr. Wir müssen uns ja denken, es gibt ja noch ein paar Ungenauigkeiten, die ich mit den Linien gefahren bin. Und das war die näherste Stadt an meinem Mittelpunkt. Ja, cool. So, und jetzt zeige ich die Copilot-Büros an, die mir vorgegeben worden sind aus dieser Stadt. Kommen wir zur Siegerehrung. Copilot hat gewählt in Tetero 3 Ingenieurbüros. Platz 3. Gredner Ingenieure. Sehr interessant, der dritte Platz, da die Standorte mit Mainz und Frankfurt am Main angegeben wurden. Würde ich mal sagen, perfekt reingesneakt auf Platz 3. Aber gut, schauen wir mal weiter. Platz 2. Die Ingenieurgruppe Tetero. Na, also geht doch. Hier geht es sehr viel um Wassersanierung. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 2. Und nun kommen wir zu Platz 1. Ingenieurbüro M&S Platen. Martina und Stefan Platen, herzlichen Glückwunsch zu eurem ersten Platz. Das war's auch für dieses Mal für All Planet. Markiert bitte gerne die Ingenieurbüros und teilt das Video an euren Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern weiter. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Welches Bundesland soll ich als nächstes vornehmen? Schreibt es bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus, euer Peter. Ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich.